Unlängst habe ich gelesen, dass die Zigarettenfirma, die eine, die es gibt, will, dass wir glauben, dass Rauchen aufhören total schwierig ist. Dabei ist Rauchen viel schwieriger als Rauchen aufhören. Rauchen muss Geld, verkühlst dich, brauchst Feuer die ganze Zeit. Wer Rauchen aufhören will, muss überhaupt nichts können. Gar nichts. Nicht das Geringste. Gar nichts. Außer vielleicht damit leben, dass das Leben noch ein bisschen länger dauert. Die nun folgende Künstlerin gießt ihre Entzugserscheinungen in kunstvolle Worte. Begrüßen Sie mit Auszügen aus ihrem Soloprogramm Filterlos, Aidalos. Guten Abend. Ja, ich habe zum Rauchen aufgehört. Wo bleibt mein Applaus? Dankeschön. Haben wir heute Raucher hier? Bitte kurz husten, danke. Da ist einer. Ich huste nicht mehr. Und darauf bin ich sehr stolz. Weil es ist eigentlich das einzig Positive an diesem Nikotinentzug. Der Rest ist urgeschissen. Ja, wirklich. Und das Geschissenste dran ist das Geschissene. Also, mein Stoffwechsel ist weg. Keine Ahnung, wo der ist. Weiß nicht, kommt der wieder? Keine Ahnung. Aber das schreiben Sie natürlich nicht auf die Chick-Packerl. Das sollten Sie mal draufschreiben. Rauchen fördert Ihre Verdauung. Und daneben so ein Bild von einem richtig schönen Haufen. Deswegen mache ich jetzt ganz viel Sport und wirklich, ich hasse Sport. Es ist wie die flachen Schuhe allein jedes Mal. Es ist so unwürdig. Und ich bin so unsportlich. Ich bin draufgekommen, das einzig Sportliche an mir ist mein Eisprung. Aber das war's. Jetzt habe ich extra einen Personal Trainer, der mich motivieren soll. Den habe ich aus dem Internet, den Manfred. Und er hat auf seiner Homepage ein bisschen so ausgeschaut wie Detlef D. Soest. Kennt ihr den noch? Den von Popstars, diesen Pam-Pam-Pam-Typen. Und genau so einen Typen wollte ich haben. So einen Mann, der schnelle Entscheidungen treffen kann. Weil das ist nämlich das, was ich sexy finde. Ein Mann, der einen Plan hat. Und Manfred ist nicht so. Manfred sagt nicht Pam-Pam-Pam. Wisst ihr, wie Manfred mich motiviert? Alter, tu weiter. Ja, er nennt mich Alter. In der ersten SMS, die mir geschrieben hat, hat er überhaupt hineingeschrieben, Hallo, AIDS? Wo treffen wir uns und wie erkenne ich dich? Ich habe gleich zurückgeschrieben, ja, hallo, treffen wir uns vom Fitnesscenter. Ich komme auf allen Viren. Ja, ich... Ich fand's eh auch ganz lustig. Er hat's nicht verstanden. Dazu müsste man einfach die deutsche Rechtschreibung beherrschen. Hier ist Äther. Was bedeutet der Name Äther eigentlich? Menschen glauben ja immer, dass orientalisch klingende Namen gleich irgendwas bedeuten müssen. Ich meine, was bedeutet Manfred? Hä? Nix. Außer vielleicht meine Eltern hatten keine Fantasie. Und der Manfred, der hat zwei Kinder übrigens, von drei verschiedenen Frauen. Und er wundert sich immer. Hier ist Äther. Weißt du, was mich überwundert? Was? Naja, dass die Ausländer alle so viele Kinder haben. Ich sag, erst Manfred, weißt du, was die Ausländer wundert? Dass deine Kinder alle so viele Eltern haben. Ich habe übrigens zwei Kinder von einem Mann. Hier ist Äther. Ist das ein Perser? Na fast, der ist schwächerter. Wir haben zwei Mädchen miteinander, die sich abartig ähnlich schauen. Und mein Mann und ich, wir streiten immer, welches Kind schaut jetzt wem ähnlich. Ich finde, sie schauen beide aus wie ich. Und neulich waren wir Running Sushi essen und die Kellnerin, die hat sich dann eingemischt in unsere Diskussion und das für uns analysiert und meinte also, der Große schaut aus wie der Papa, der Kleine schaut aus wie der Papa, aber Mama schaut auch aus wie der Papa. Ja, wir schauen also alle gleich aus. Mit dem einzigen Unterschied natürlich, dass ich viel dünkler bin als die anderen drei. Was urpraktisch ist. Also ich nütze das ständig aus. Zum Beispiel, wenn meine Tochter wieder mal in der Öffentlichkeit einen Wutanfall hat.
Da wie neulich da beim Hofer. Sie wollte die M&M-Familienpackung haben, ich wollte sie nicht kaufen. Was macht sie? Kriegt einen Brüllanfall, macht einen Köpfler ins Klopapier, liegt da hilflos am Boden, am Rücken wie Kafkas Käfer und schreit herum als wie. Und alle Menschen um uns herum schauen mein Kind an, schauen mich an. Und warten ganz genau drauf, was macht sie jetzt? Ja, und was mache ich? Na, ich spiele einfach den Nanny. Nix weinen, kommen. Ja. Mama warten zu Hause, kommen jetzt. Kommen. Mama schon dreimal angerufen, kommen jetzt. Kommen. Dankeschön.